Im Unternehmertum geht es um Wertschöpfungsketten und genau das ist das heutige Thema dieses Videos. Was sind überhaupt Wertschöpfungsketten und warum muss ich sie verstehen? Im Immobilienbereich gibt es vier Dinge, nämlich alle müssen ein Objekt finden, alle müssen es projektieren, bauen und zum Schluss verkaufen. Das ist die maximale Wertschöpfungskette. Das heißt, wenn ich in einem Wirtschaftskreislauf etwas produziere, dann passiert um das Produkt drumherum auch noch etwas. Und das fügt dann zum Schluss alles zusammen, damit die Wertschöpfungskette oder das Produkt fertig wird. Und wir schauen immer, dass wir die Wertschöpfungskette bei uns im Haus halten. Das klappt nicht immer. Aber wir gucken, dass wir es meistens bestens hinbekommen, um den größtmöglichen Ertrag für uns zu erwirtschaften. Jetzt muss ich aber manchmal auch externe Leistungen dazu kaufen. Da macht es keinen Sinn, dass ich die in meine Wertschöpfungskette reinnehme. Aber grundsätzlich immer gucken, diese vier Wertschöpfungsketten zu Ende zu bringen, um auch hier eine gewisse Einkaufsmacht oder auch ein bisschen Marktmacht zu bekommen. Was sind die vier Wertschöpfungsketten? Finden, projektieren, bauen und verkaufen. Und warum ist es so enorm wichtig zu verstehen, wie diese Wertschöpfungsketten funktionieren in Verbindung, wer die Spieler auf dem Markt sind? Weil wenn ich weiß, wer die Spieler in meinem Markt sind, in Verbindung mit den Wertschöpfungsketten, dann kenne ich die Interessen der anderen und somit kann ich auch hier einen Mehrwert daraus generieren. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn du deinen Baukasten beherrschst und du bist zum Beispiel Makler, kannst du dreimal Provision kassieren. Jetzt sagst du dir, wie kann man dreimal Provision kassieren? Das wissen die wenigsten. Du findest dein Projekt selber und vermittelst es an einen Projektentwickler. Der Projektentwickler hat aber kein Interesse, es selber zu bauen in der Phase 3, sondern er verkauft es wieder. Das heißt, du vermittelst es ihm mit der Maßgabe, er soll es entwickeln und du verkaufst es. Dann hast du die erste Courtage. Jetzt hast du in deinem Baukasten, weil du die Wertschöpfungskette verstanden hast, aber auch eine Baufirma. Also nimmst du das Projekt vom Projektentwickler, verkaufst es an die Baufirma oder vermittelst es dorthin, hast die zweite Courtage mit der Maßgabe, für den Bauträger auch den Vertrieb zu machen. Und schnuppdiwupps hast du die dritte Courtage. Und das Schöne daran ist, an jeder Wertschöpfungskette steigt auch das Volumen, weil ja immer ein Mehrwert dran geschraubt worden ist und was entwickelt worden ist. Somit hast du höhere absolute Summen und so hast du aus einer ursprünglichen Vermittlung eines Grundstückes eine 4%ige Courtage, wie wir hier in Bayern. Nein, du hast dann nochmal auf die Million die ersten 4%, dann wird es 6 Millionen, dann hast du nochmal vielleicht nur 3%, aber das ist dann schon wieder mehr. Und zum Schluss am Bauträger den Vertrieb und aus deiner ursprünglichen 1 Million 4% 40.000 sind vielleicht 300.000 Euro zum Schluss geworden. Und deswegen ist es so wichtig, die Wertschöpfungsketten am Markt zu verstehen. Die wenigsten beschäftigen sich damit, die wenigsten verstehen sie, die wenigsten wissen auch, wer die Player am Markt sind, geschweige denn, was Projektentwickler sind, was die für Interessen haben. Wir schauen immer, alle selber hinzubekommen, aber auch hier manchmal steigen wir auch erst nach Phase 2 ein und kaufen das Ganze einem Projektentwickler ab. So, wenn ich die Player am Markt kenne mit den Interessen und zum Beispiel der Projektentwickler sein Projekt selber findet, Phase 1, es entwickelt und dann verkauft und ich jetzt in meinem Netzwerk solche Partner habe, kann ich auf einmal Huckepack-Akquise betreiben. Huckepack-Marketing ist ein Fachbegriff. Ich gehe auf die Schulter der anderen und komme so mehr in den Markt rein, kriege mehr Marktzugang und mehr Marktzugang heißt auch wieder mehr Ertrag. Huckepack-Marketing kann ich dazu nutzen, dass der Projektentwickler andere Kanäle hat, andere Zielgruppenbesitzer, die ich nicht kenne, aber der Projektentwickler vielleicht nur Grundstücksparzellierung macht und Neubau von Wohnanlagen nicht. Also was macht er mit den bisher angebotenen Objekten, die er nicht verwerten kann? Huckepack-Marketing heißt oder Huckepack-Netzwerk. Ich nehme die Kanäle von ihm, Kanäle, er spielt es mir zu, weil er hat ja nichts daraus, das ist ein Abfallprodukt bei ihm aus dem Kanal. Mir gibt es einen Mehrwert und ich kann jetzt hier in der Phase einsteigen und habe Netzwerke, die ich so gar nicht kenne. All das sind Themen, die muss ich beherrschen, um im Immobilienbereich erfolgreich zu sein. Deshalb denk über die Verlängerung der Wertschöpfungsketten nach, in deinem eigenen Interesse, aber auch, um zum Schluss erfolgreich am Markt zu bestehen, damit der Markt was?
dich als Experte wahrnimmt und so unumgänglich um dich herumkommt. Viel Spaß beim Nachdenken und viel Spaß beim Umsetzen.